Starting today, I'll be relaying mission information and instructions from the Dominion. I am the Military Operation, Organization, and Guidance Logistics Expert. Moogle for short, Kubel. Some prefer to call me the Military Operation Guide, or MOG, Kubel. You can call me whatever you want. I hope to be of service, Kubel. Whatever I want? How about... Moglin! 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 Alin! No, Kubel. No Lin, Kubel. Besides, I do have a proper name, Kubel. Hmm? What is it? Atskamine Lotayosna Iriborchi, Kubel. Hmm... That's too hard. Moglin's good enough. Good enough? Kubel... Sehr spezielle Stimme, muss ich sagen. Aber ganz putzig. Auch wenn die Knubbelnase mich ein bisschen irritiert dabei. Wackel doch nicht so, Kollege. Durch den Seitenausgang geht es in den Hinterhof. Von dort aus kommst du zur Gedenkstätte, Kubel. Kubel. Viele tapfere Brummer starben im Befreiungskampf, Kubel. Zoll deinen Respekt mit einem Gebet, Kubel. Danach erzähle ich mehr über das Leben an der Akademie, Kubel. Okay. Geht klar, wenn du das sagst. So, jetzt können wir mit dir sprechen, alles klar. So, wer bist du denn, Mädchen? Hi there. I don't believe we've met before. My name is Deuce. King. What? Aria? So, your name is Aria? Und was genau machst du bei uns im Klassenzimmer? Help you? Brauchst du etwas? Ich kaufe dir auch gerne ab, was du nicht mehr benötigst. Sie ist eine Händlerin. Sag das doch gleich. So, gucken wir erstmal, was wir denn besitzen. Heiltrank, Supertrank, Final Elixier, okay. Sind alles TP-Sachen? Gut, Final Elixier natürlich TP und MP. Ist ja interessant, dass wir gleich zwei Stück davon zu Beginn haben. So. Potzblitz. Haben wir schon ein paar Sachen mit gesammelt, habe ich gar nicht mitgekriegt. So, das erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy X mit den Ausrüstungsgegenständen. Gut, da kriegen wir bestimmt noch eine Einführung zu, denke ich mal. Heiltränke und Äther. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt gerade, glaube ich. Okay. Gegenstände ausrüsten. Öffne das Menü mit Start und wähle Ausrüsten unter Gegenstände im Inventar, um einen Gegenstand auszurüsten. Drücke Steuerkreuz nach unten, um ihn im Kampf zu verwenden. So, ich gucke aber doch nochmal kurz. Und zwar nicht bei Kaufen, sondern bei Ausrüsten. Da kann ich jetzt die Sachen, die ich gekauft habe, ausrüsten. Okay. Die haben alle schon Bronzereife. Gehen wir mal bei denen rein, wo noch nicht alles belegt ist. Zum Beispiel hier. Du brauchst nichts mit Blitzmagie. Aber TP plus 10% ist ja prinzipiell gar nicht mal so schlecht. Oder natürlich auch Verteidigung. Verteidigung ist bald besser bei ihm, weil er nicht so viele TP hat. Das heißt, 10% sind auch nicht so viel. Ne? Wenn das so anteilig hochgeht, gebe ich ihm mal lieber Verteidigung. So, lass mal kurz gucken. Hier, Blitzra. Da passt doch das Potz Blitz sehr gut rein. Machen wir doch mal so. Und oben war noch jemand, der eine Lücke hatte. Irgendwas Freies. Hier, nein, war das. Ja, bei dem lohnt sich das mit den TP plus 10% gleich ein bisschen mehr, weil er auch mehr TP hat. Okay. Direkt mal ein bisschen ausgerüstet. Und dann auf in den Hinterhof. Wollen wir doch den Gefallenen unseren Respekt zollen. Wer bist du denn? Achso, nein, natürlich. Wenn ich ihn schon so grunzen höre am Anfang, dann weiß ich schon, dass es nein ist. Was war das eigentlich für ein seltsames Vieh, das da plötzlich im Befreiungskampf aufgetaucht ist? Das frage ich mich auch. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Dieses Vieh, das plötzlich mit einem Schlag da war und im nächsten Moment wieder weg.
Wäre mal gut zu erfahren, was wir denn da gesehen haben. Aber ich glaube, den werden wir noch irgendwann im Laufe des Spiels wiedersehen. Trey, aha. Was auch immer dieser Sid Austin geplant hat. Mit den Kristallmanipulatoren und der Ultima-Bombe hat er gezeigt, dass er vor nichts zurückschreckt. Ja, die meinen das ziemlich ernst mit der Weltbeherrschung, glaube ich. Auf zur Gedenkstätte. What is this place? It's called a cemetery. What's a cemetery? Here we carve the names of the fallen, so their legacies may live on. Because we are unable to retain memories of those who die before us. But I heard that the crystal removes our memories to help us, so that the living won't be tied down to the dead. That's why we leave our knowing tags behind before we go to battle. As proof that we lived. If no one comes to pick up a tag, it means that person died. Then that name is engraved here, as the name of someone who died for the Vermilion Bird. I always make sure to write down the names of everyone that I meet, or go out on a mission with. Then after a mission, I check to see if there are any names I don't recognize. If there are names there that I don't remember, then I come here and look for the people I once knew. But I still can't remember them. Traurig, finde ich. Ziemlich traurige Angelegenheit. Ich hatte es ja, glaube ich, schon am Ende der letzten Aufnahmesession erwähnt. Hier wird es dann jetzt auch mit gesagt, die vergessen einfach jeden, der gestorben ist. Und das finde ich äußerst traurig, ehrlich gesagt. Aber die haben eine ganz gute Methode gefunden, um trotzdem die Verstorbenen dann identifizieren zu können, sozusagen. Man nutzt diesen Effekt dann eben einfach aus, indem die Marken abgeholt werden. Beziehungsweise so wie sie es gemacht hat, dass sie einfach überlegt, an wen kann sie sich nicht mehr erinnern, der auf der Liste mitsteht. Mich würde bloß mal interessieren, ob sie sich denn dann auch festhalten, zum Beispiel wenn sie irgendwelche Freunde haben, ob sie sich von denen dann Sachen aufschreiben, an die sie sich gerne erinnern möchten. Wenn es dann auf dem Papier steht, kann man es ja wieder lesen. Auch wenn es wahrscheinlich trotzdem seltsam ist, denke ich mal, weil man dann ja im Prinzip die Geschichte eines Fremden liest, weil man kann sich ja nicht mehr dran erinnern. Also ich finde das ehrlich gesagt ziemlich traurig und viel deprimierender ist, wenn man sich an die Toten erinnern kann. Rem und Machina wollten noch kurz zur Gedenkstätte. Ob sie dort jemand Bestimmtem gedenken? Ja, ja, und du kanntest denjenigen. Das war der Chocobo-Reiter. Charakterbezogene Events. Einige Events in der Akademie werden nur durch bestimmte Charaktere ausgelöst. Steuerst du einen anderen Charakter der Klasse 0, erhältst du Hinweise, um wen es sich handelt. An einem Reliktterminal kannst du den aktiven Charakter wechseln. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal kurz wechseln. Rem und Machina also, geht klar. Irgendwie sind die Frames heute nicht so auf der Höhe. Du bist von der Gedenkstätte zurück, Cooper? Gut, dann will ich nun erklären, wie die Dinger hier an der Akademie laufen, Cooper. Am Einsatztag einer Mission erhaltet ihr Order von der Kommandozentrale, Cooper. Bis dahin könnt ihr eure Zeit jedoch nach Belieben nutzen, Cooper. Pro Tag hast du 12 Stunden Zeit zur freien Verfügung. Achte besonders auf Charaktere mit den folgenden Symbolen über ihren Köpfen. Mission, notwendig für den Spielfortschritt. Ausrufezeichen, Dialogsequenz, die 2 Stunden verbraucht. Fragezeichen, Tutorien und Tipps und Info, Dienstleistungen wie der Verkauf von Gegenständen. Am Tag einer Mission muss sich die Klasse 0 zum Einsatz melden, Cooper. Euer Kommandant wird euch die Befehle erklären und euch in die Schlacht einsenden, Cooper. Kannst du vor Tatendrang nicht mehr schlafen, melde dich bei Tachinami in der Kommandozentrale, Cooper. Er wird der Klasse 0 gerne assistieren, damit sie schon eher ausrücken kann, Cooper. Bei ihm kannst du dich auch nach den Befehlen und dem Schwierigkeitsgrad eurer nächsten Mission erkundigen, Cooper. Bist du dir deiner Sache nicht sicher, solltest du die Zeit bis Missionsbeginn zum Trainieren nutzen, Cooper. Die Akademie ist sehr weiträumig. Wenn du dich verläufst, wirst du nie etwas lernen, Cooper. Jetzt, wo ihr alle offiziell Kadetten seid, könnt ihr das große Magieportal in der Haupthalle nutzen, Cooper. Wenn du dich in der gesamten Akademie umgesehen hast, habe ich ein Geschenk für dich, Cooper. Und tausch dich ruhig auch mit anderen Kadetten aus, Cooper. Ich habe noch etwas für dich, wenn du viele Ausrufezeichen-Dialoge gesehen hast, Cooper. Ich bin mir sicher, dass dir das Leben hier an der Akademie gefallen wird, Cooper.
Okay. Gut, warum nicht? Ist denn hier jetzt noch irgendjemand im Raum? Ach so, die zwei, die vorhin auch schon da waren. Na gut. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal auf Rem oder Machina. Ich weiß noch nicht wen. Was machst du denn hier, Queen? What's this? It's a relic terminal, Kubo. A what? Relic. An artifact shrouded in mystery. Said to be born of the Vermilion Bird Crystal. I've heard it has the power to manipulate time and space. That's according to some legends, Kubo. In the Dominion, we sync them with magic and use them for data input and communication, Kubo. You can save your data. And such, Kubo. If I'm not mistaken, cadets can do all of that with the naturally occurring relics all over the world. That's right, Kubo. If you find one, you should check it out, Kubo. Irgendwie erinnert mich die Stimme von dem Mokri total an Riku aus Final Fantasy X. Bloß so ein bisschen verzerrt eben. So, brauchen wir denn hier irgendwas? Achso, ich wollte ja die Mitglieder wechseln, genau. Und zwar, da wir ja nur mit einem unterwegs sein können, gehen wir mal mit Rem, würde ich sagen. Natürlich. So. Ist die schneller unterwegs oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. So, irgendwie die Frames, die wackeln so ganz schön rum. Jetzt sind sie nur noch bei 20. Also das Spiel scheint nicht so richtig flüssig zu laufen. Ich weiß bloß nicht, ob es an der Akademie liegt oder daran, dass es nur noch ziemlich warm ist momentan. Der Sommer könnte ruhig mal so ein bisschen aufs Ende zugehen. Naja, was soll's. Big Brother. I'm in Class Zero now. The legendary Class Zero. Machina. I was reporting to my brother. Not that I have any memories of what he was even like anyway. Your brother died during a successful mission. He was protecting the Dominion after all. But it's weird. What is? According to the records, he wasn't part of the Capital Liberation Campaign. Huh? Then why? The authorities wouldn't tell me anything. He was on the battlefield? Without being deployed? That. Or he was on a top secret mission that they couldn't keep on record. He's your brother, Machina. I'm sure whatever he was doing, he did his best. I'd like to think that. But why would he be on the front lines? Brother. Why did you die? Kubo! Ich sehe, du bist fleißig dabei, dich mit der Akademie vertraut zu machen, Kubo. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Okay, jetzt wissen wir also auch, dass Isana der Bruder war von Machina. Jetzt wissen wir auch, was sie miteinander zu tun hatten. Was wir noch nicht wissen, ist, was er mit Ace zu tun hatte. Die schienen sich ja zu kennen. Aber Ace kann sich ja offenbar nicht erinnern, wie es mir so vorkommt. Ich muss sagen, wenn ich wüsste, dass ich die Erinnerungen an alle, die sterben, verlieren würde, würde ich mir so unglaublich viele Tagebucheinträge über jeden machen, den ich treffe und an den zu erinnern, es sich lohnen würde. Also, einfach damit man eben nicht in diese Verlegenheit gerät, wie Machina jetzt, dass er sich an Isana überhaupt nicht mehr erinnern kann. Für ihn ist das nur ein Name und er weiß eigentlich nichts über den Menschen dahinter. Ist doch auch traurig, oder? So, wollen wir mal einen nehmen, den wir bisher noch gar nicht kennen? Wie wär's denn mit, ja, nehmen wir doch gleich Trey, auf dem ich gerade bin. Warum nicht? Schauen wir ihn uns mal an. Dieses niedliche Cape, das ihm gerade mal so bis auf Brusthöhe geht hinten. Sehr seltsam. Naja, gut, warum nicht? So, ich denke mal, wir werden die noch nach und nach alle in den Sequenzen so kennenlernen, die einzelnen Kadettenmitglieder aus unserer Klasse. Schauen wir einfach mal. Warum müssen wir eigentlich unsere Kennungsmarken abgeben? Jeder andere in Rubrum hat sie doch immer bei sich zu führen. Naja, damit man eben, wenn ihr verloren geht im Einsatz, dann weiß, dass ihr verloren gegangen seid. Auf dem Schlachtfeld herrscht oft Verwirrung.
Zur besseren Unterscheidung tragen die Klassen daher verschiedenfarbige Umhänge. Ah, gut zu wissen. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so doof. Hast du den Kommandanten inzwischen getroffen? Sehr gut, damit bist du offiziell registriert. Dann lass mich dir die Akademie zeigen. Über das Magieportal in der Haupthalle kannst du in den Salon, den Gemeinschaftsraum, die Terrasse, das Rüstungslabor und die Magiefakultät sowie die Chocobo-Stallungen erreichen. Dr. Arashia bat mich, dir auszurichten, sie in der Magiefakultät aufzusuchen, sobald du Zeit hast. Durch diese Tür gelangst du zur Kommandozentrale. Dort kannst du alle notwendigen Informationen für anstehende Missionen erhalten. Und in diese Richtung geht es zum Kristarium. Alles, was du zum Lernen brauchst, findest du dort. Gleich nach dem Reinkommen stolperst du quasi über die Annalen des Feuervogels. Eine beeindruckende Sammlung von Aufzeichnungen über Orients, die Kriege, aber auch Hinweisen zum Leben in der Akademie. Okay. Gut, du warst es gerade, die mit mir geredet hat. Dann brauchen wir nicht nochmal mit dir reden. Du siehst seltsam aus. Mogri der Klasse 8. Eigentlich hat jeder Rukoma seine Kennungsmarke immer bei sich zu tragen, aber im Falle der Kadetten übernimmt die Akademie die Verwaltung, Cooper. Wusstest du das, Cooper? Ja, tat ich. Hast du einen Hut auf? Oder ist das... Sieht aus wie ein Eierkuchen oder sowas. Na gut, warum nicht? Fähnrich. War euer Kommandant nicht einer der vier Elementarwächter Rubrums? Euer Kommandant nicht einer. Egal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Elementarwächter sind, ehrlich gesagt. So, schauen wir da erstmal hier drüben nach. Mich würde diese Trainingseinrichtung doch interessieren. Ihr seid Kadetten wie wir, aber irgendwas an euch ist anders. Ich könnte mir vorstellen, dass wir unsere Magie gar nicht aus dem Kristall beziehen. Kristarium. Und es deswegen halt nicht blockiert wurde. Wer weiß. Werden wir sehen. Schriftleitungsmitarbeiter. Willkommen im Kristarium, der umfassendsten Schatzkammer an Wissen, die man in Rubrum finden kann. Diese Einrichtung wird euch Kadetten vom Amt für Schriftleitung zur Verfügung gestellt. Nutzt sie nach Belieben für eure Studien. Und mit wem muss ich herkommen, um mit dir die Mission... Achso, war ja keine Mission, du wolltest bloß mit mir reden einfach. Okay. Soll ich dir die Fragen für den nächsten Test verraten? Kostet dich nur 1000 Gil. Ist sympathisch. Annalen des Feuervogels. Je ausgiebiger du Orients erkundest, desto mehr Geheimnisse deckst du auf deiner Reise auf. Freigeschaltete Einträge und Videos kannst du jederzeit in den Annalen des Feuervogels eingeben. Okay. So, schauen wir nochmal in die Chronik. Die sieht momentan noch sehr leer aus, aber das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Ah, hier gibt es dann doch noch ein paar Sachen, die schon drinstehen. Gut, okay. Finde ich ganz interessant. Haben sie schon mal so die bekannte Geschichte wahrscheinlich reingesetzt. Sowas wie die Gründung der Rüstungsgilde und sowas. Ja, okay. Werde ich jetzt aber nicht so drin rumwühlen jetzt im Let's Play, denke ich mal. Vielleicht lese ich mir das mal in einer ruhigen Minute so nebenbei durch. Personen. Da scheint es dann später noch mehr Einträge zuzugeben, okay. Okay, dann haben wir erstmal die Klasse 0 und dann die... dieses Gremium, dieses Achtergremium, das Rubrum führt. Hier unten dann noch unwichtigere Personen, okay. Gut, gut. Hier haben wir auch Isana drin. Auch zu dem erfahren wir noch was, okay. Wer ist denn der Rubrum Tomberry? Alter und Geschlecht unbekannt, okay. Kurasames treuer Adjutant. Er stammt von einer Insel, die als die Insel der Heiligen Drachen bekannt ist. Dass ein Tomberry einem Menschen vertraut, ist höchst ungewöhnlich. Sieht lustig aus. Sieht lustig aus. Tomberries gibt es ja eigentlich auch in jedem Teil. Na gut. Werde ich mir, wie gesagt, vielleicht mal nebenbei anschauen. Zu den S-Bahn erfahren wir momentan noch nichts. Hier gibt es momentan bloß die, die wir schon getroffen haben, die Charaktere. Was ist denn Nimrod? Achso, das Ding hieß Nimrod. Ja, stimmt. Okay. So, Aufträge haben wir momentan natürlich noch nicht. Wir haben noch keine Aufträge erfüllt. Und beim Codex... Ah, okay, hier stehen nochmal die Grundlagen drin im Prinzip. Okay, interessant.
Können wir aber eigentlich jetzt fürs Let's Play außen vor lassen, es sei denn, wir haben ja irgendwelche Sachen, bei denen wir nicht weiter wissen. Die Kadetten der Klasse 9 haben den Spitznamen Glücksidioten. Ach ja? Wenn ich so viel Glück habe, warum sind denn dann meine Noten so schlecht? Tja, keine Ahnung. Ab und zu hilft Lernen dann auch mal. So, hier gibt es aber ansonsten nichts weiter, wo wir hingehen können, kann das sein? Ich dachte, hier ist auch Training und sowas angesagt, aber scheinbar ja doch nicht. Meine Wenigkeit ist der Mokri der Klasse 9, Cupo. Du siehst komisch aus. Die sehen alle ziemlich komisch aus, die Mokris. Meine Kadetten sind ein ziemlich hoffnungsloser Haufen, Cupo. Aber das macht mir nichts, solange sie nur gesund und glücklich sind. Auch eine schöne Einstellung. Wahrscheinlich muss man sich dann damit abfinden, wenn sie scheiße sind. Dem Kristall sei Dank ist das Kristarium unversehrt geblieben. Selbst solche Barbaren wie die Meliten wissen also den Wert einer Bibliothek zu schätzen. Selbst mit militischen Truppen direkt vor den Toren der Akademie müssen wir noch unsere Tests ablegen. Wie grausam kann man nur sein? Ach komm, so schlimm ist es nur auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum alle sich immer so drüber aufregen, wenn sie in ihrer Ausbildung auch mal ein paar Tests und Prüfungen absolvieren müssen. Das gehört nun mal einfach dazu. So, dann wollen wir mal das Magieportal auschecken. In die Magiefakultät müssen wir ja theoretisch, ne? Rüstungslabor. Wo wollen wir denn mal hin? Ich probiere mal so von unten an. Wir schauen uns mal alles so ein bisschen an. Mal sehen, wie die Akademie so aussieht. Chocobo-Stallungen. Okay, also ich sehe gerade von den Frames her, es ist definitiv der Wärme zuzuordnen, dass es hier immer so hackt. Weil es doch sehr periodisch immer hoch und runter geht mit dem, mit den Lags. Urbane. Sieh an, ein neues Gesicht. Ist das dein erster Besuch in den Chocobo-Stallungen? Eins sage ich dir vorweg. Keiner hier tut mehr für Rubrum als die Chocobos. Sie tragen unsere Soldaten auf ihrem Rücken nicht nur quer über die Schlachtfelder, sondern durch ganz Oriens. Du scheinst dich sehr für Chocobos zu interessieren. Dann nimm dich doch gleich mal diesen hier an. Du wirst sehr schnell merken, wie unerlässlich sie sind. Du hast... Ich habe 10 männliche und weibliche Chocobos erhalten, okay. Weißt du was? Das hier gebe ich dir auch. Damit sind Zuchterfolge garantiert. 3 Büschel Gisalkraut, okay. Ich habe jetzt 20 Chocobos am Hals. Na klasse, das ist doch schon mal gut. Das ist doch sehr schön. Jetzt muss mir nur noch jemand erklären, was ich mit denen machen kann. Hisho. Hier züchten wir Chocobos, aber dir traue ich die Zucht noch nicht richtig zu. Komm doch später wieder. Ja, ich habe die bloß jetzt, die 20 Chocobos, aber gut. What do you want? Ah, Ace, siehst du mal. Ja, ich mag Chocobos. Ist das etwa ungewöhnlich? Ich habe das Gefühl, als hätte ich dieses Gespräch schon mal mit jemandem geführt. Wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. War das etwa Isana, mit dem du das schon mal geführt hast? Scheint mir so. So, was haben wir denn hier? Bei Captain Tsubasa, wirklich. Nicht, dass er plötzlich mit Fußballspielen anfängt. Hier bei mir auf der Koppel gibt es auch, Reitstunden. Willst du es mal versuchen? Sag Bescheid, wenn du wieder absteigen möchtest. Klar, lass mal schauen. So, das geht auch schon ein ganzes Stück schneller. Okay. Können wir irgendwas anderes machen, außer... Reiten? Nee, ne? Ich glaube, so extra Aktionen gibt es nicht dabei jetzt. Nö. Aber geht halt schneller, wenn man den Chocobo hat. Gut, gut. Momentan können wir auch noch nicht sonderlich viel machen, wie mir scheint. Vielleicht sollten wir nochmal mit der Tante reden, die uns die Chocobos aufgeheißt hat. Vielleicht kann sie uns ja sagen, was wir jetzt mit denen eigentlich machen sollen. So, was möchtest du wissen? Was sind Chocobos? Ja klar, warum nicht? Was? Du willst mir erzählen, dass du nicht weißt, was Chocobos sind? Hast du in der Schule nicht richtig aufgepasst? Was fange ich nur mit dir an? Chocobos sind wunderbare Kreaturen, die uns bei fast jeder Arbeit unterstützen können. Einige Leute setzen sie in der Landwirtschaft ein, wir im Kampf. Andere wiederum halten sie als kuschelige Haustiere. Mir fällt sonst kein weiteres Tier ein, das unsere Leben so bereichern kann. Übrigens sieht ihr vom Aussehen her, von der Kleidung her, Isana ziemlich ähnlich. So, wo kann man Chocobos finden?
Chocobos findet man eigentlich überall in Oriens. Von hier aus ist wohl die Togoroth-Region das nächste Gebiet, in dem man welche fangen kann. Aber stell dir das nicht zu einfach vor. Wilde Chocobos sind sehr scheu und ergreifen die Flucht, wenn du dich ihnen zu direkt näherst. Früher haben wir hier verschiedene Chocobo-Arten gezüchtet, aber viele durch die Invasion verloren. Wenn du irgendwo über einen besonderen Chocobo stolperst und ihn für unsere Zucht fangen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Wird sich bestimmt ergeben. Womit füttert man Chocobos? Chocobos lieben Gisalkraut, so viel weiß ich. Aber wenn du mehr über die Vorlieben von Chocobos erfahren willst, solltest du dich mit unserem Zuchtexperten Hisho unterhalten. Der wollte nicht mit mir reden. Ja, kommt, verzieht euch mal, ich will mit dir hier reden. So, was muss man beim Reiten beachten? Nichts. Chocobos gewöhnen sich nie ganz an uns Menschen. Wenn du außerhalb der Akademie auf ihnen reitest, werden sie nach einer Weile müde. Werfen dich aus dem Sattel und verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Überleg dir den Einsatz eines Chocobos daher gut. Reitstunden kannst du hier auf der Koppel nehmen. Gut, okay. Mehr scheint es darüber erstmal nicht zu erfahren zu geben. Verziehen wir uns mal in die anderen Gebiete. Wir können also Reittiere benutzen. Das ist doch eigentlich ganz nett.